Hallo. Hi. Hier wieder Free3 und immer noch kann ich nicht aussprechen. Mit einem neuen Video, wieder mal eine Challenge. Und ich freue mich, endlich die App bekommen zu haben. Unsere Kamerafrau guckt gerade etwas seltsam skeptisch in die Kamera. Jedenfalls freue ich mich, dass wir die App endlich bekommen haben, die auch etwas kostet. Näheres dazu unten in der Videobeschreibung. Ne? Top. Ja, es geht heute um die sogenannte Back. Ich bin nicht gut im Englisch. Backward-Word-Challenge. Habe ich das richtig gesagt? Okay, und Felix wird mal erklären, worum es genau geht. Also, hier 10 Wörter auf kleinen Zetteln. Die werden halt von uns dann gezogen. Und rückwärts ausgesprochen. Die Wörter nehmen wir dann mit der App auf. Und werden sie dann rückwärts vorspielen. Ja, und im Übrigen, wer die Challenge verliert, muss wieder logischerweise eine Bestrafung mitmachen. Dieses Mal geht es um das Thema Schminken. Was genau das sein wird, werden wir euch jetzt noch nicht sagen. Das werdet ihr am Ende dieses Videos sehen. Gut, dann bis gleich. Ja, dann geht's jetzt direkt los mit der Challenge. Und Felix wird das erste Wort ziehen, welches wir, wie gesagt, alle nicht kennen. Oder hat es aufgeschrieben und wird es rückwärts vorlesen. Let's go. Let's go. Nein. Das Wort heißt Ei. Shit. Oh, Ei. Okay. Das ist das Schwierigste. Überleg dir das kurz. Ist das jetzt auch nicht? Sag, wenn du soweit bist. Ja. Ja. Ja, ist okay. Okay, dann geht der erste Punkt an Felix. Na super. Puh, soll ich das wieder rennen? Kriege ich jetzt sowas wie soll ich das wieder rennen? Nein, das okay. Ist deins, kannst du nehmen. Wie sowas wie Hängebauchschwein kriege ich jetzt bestimmt. Also, hast du sowas reingemacht, ja? Ich wäre ja total geklappt. Okay. Hängebauchschwein. Ich ziehe das Wort und es ist Aubergine. What? Nein! Aubergine. Nein! Aubergine? Ach du Scheiße, Aubergine. Enigribua. Warte, ich muss mal kurz lauter machen. Hau mich nicht. Nein! Scheiße, also. Kein Punkt, oder? Kein Punkt. Was hast du denn da mit Aubergine? Wie kommst du auf Aubergine? What the shit, ey, okay. So, ich bin wieder dran. Nächste Runde. Ich nehme mal den hier. Und es ist. Oh. Lagerregal. Was? Ups. Oh Mann, wieso hast du. Also für alle, die das Wort kennen, versucht es mal jetzt, bevor Felix anfängt, rückwärts auszusprechen. Eine kurze Pause. Ich gebe euch Zeit. So, weiter geht's. Dann werdet ihr auch sehen, warum. Ist doch so doof, ey. Lagerregal. War eigentlich ganz gut, oder? Nicht? Nicht? Oh. Lagerregal. Also das La. Lagerregal. Lagerregado, oder? Das war eher so wie Lagerregal. Fand ich. Also nein, machen wir keinen Punkt. Machen wir keinen Punkt, okay. Schade, also ich fand das Wort eigentlich. Ist vielleicht doch nicht so einfach, wie man denkt. Ja, man muss es so richtig aussprechen. Betonen, die Betonung ist sehr wichtig, aber ich meine, wir denken da so großartig dran. Gut, okay, dann bin ich jetzt dran mit dem nächsten Wort. Und es ist. Tisch! Tisch! Was ist ein Tisch? Ich kenne keinen Tisch. Tisch. Oh mein Gott, wie schlimm! Nein! Okay, warte. Shit! Also nochmal hier. Nicht. Oh, warte. Nicht. Ja, was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich will den Punkt. Krieg ich den? Krieg den Punkt, okay. Puh.
Okay, dann wär's jetzt 1-1, ne? 1-1. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, dann ziehst du das nächste Wort. So. Ist echt eine geniale Sache, diese. Also ich würde euch die App auch empfehlen, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Handy. 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 Ich überlege auch mal. Na. Handy. Ja, kann man so nehmen. Ja. Handy. Handy. Ist doch aber ganz gut, oder? Ja. Handy. Ja, ist es jetzt zwar wie Handy, aber ich meine Handy, Handy. Ja, das ist ja eigentlich. Gut, okay. 2 Punkte! 2-1. Okay. Giraffe. Giraffe! Schönes Wort. Oh, schönes Tier. Beides. Giraffe. Giraffe. Efarik. Giraffi. Ja, ist gut. Ich mache nochmal für euch da draußen. Giraffi. Okay. Gut. Okay, dann wäre es. Den Punkt habe ich bekommen, steht es dann 2-2, glaube ich. So, ich wieder. Ich nehme mal das. Und es ist Kreuz. Okay. So, dann wollen wir mal. Zwerg. Nee. Nein. Kreis. Ich denke eher nicht, oder? Nee. Okay, gut. Ich ziehe ein Wort und es ist Perücke. 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 Ekurep. Das klingt wie Verrückte, oder? Nochmal an euch hier draußen. Ich hoffe, man hört das auch gut. Wenn nicht, dann bitten wir um Entschuldigung. Wir haben noch kein externes Mikrofon. Okay. Was sagt der Showmaster hier? Nein? Danke. Also 2-2 steht es jetzt hier. Steht es jetzt noch 2-2? So, wir sind wieder da. Leider gab es gerade ein kleines Problem mit der Kamera. Der Akku war leer. Ich habe vorhin extra nicht nochmal geguckt, ob er reicht. Aber wir haben noch einen anderen kleinen Film gedreht. Noch ein Video für den Freitag darauf. Und da hat der Akku wohl doch nicht ganz gereicht. Wir machen jetzt aber auch direkt weiter. Felix ist, glaube ich, als nächstes dran. Ja. Felix war dran, ne? Felix war dran, okay. Dann schauen wir mal, was du hast. Dose. 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 Wenn du soweit bist, sag Bescheid. Doch, ja. Das kann man eindeutig nehmen, oder? Was sagt ihr? Dose. Klingt mal so Dose. Also das ist halt wie immer die Betonung, ja, die wie man es ausspricht, ganz anders. So, dann habe ich jetzt das letzte Wort oder und die Ehre. Das letzte Wort ist. Trommelwirbel. Nicht dein Ernst. Nein. Was? Ist ja Leute. Cornflakes. Ja, Leute, du lachst. Du hast Dosi, krieg Cornflakes. Gut, Cornflakes, Moment. Cornflakes. Cornflakes. Sekal von Rock. Geil. Also Cornflakes sollte es eigentlich heißen, oder sollte es so sich anhören, aber... Ich würde mal ganz klar sagen, das wäre ein Punkt für mich, nein, Quatsch. Ach, was? Okay. Ich habe wie viel? Ich muss mir das nochmal an, Entschuldigung. 3. Ich habe 3 Punkte und Micha? Ich habe auch... Nee, ich habe 1.
Ich hatte nur zwei. Was? Echt jetzt? Was hab... Okay, gut. Und damit habe ich eine Challenge gewonnen! Eine Challenge gewonnen! Ja, ne? Ich freue mich so! Wer sich daran erinnert, die letzte Challenge, die Felix und ich gemacht haben, das wäre auch unsere erste gemeinsame gewesen, hat Felix verloren und musste einen Löffel Zimt essen. Oh, fange ich damit schon wieder. Den Freitag darauf gab es dann auch schon meine Antwort, ich habe auch Zimt gegessen und ich bereue es. Diesmal bin ich dran, sofort mit der Bestrafung und was es sein wird, erfahrt ihr gleich. Ja, ganz kurz, und zwar ist das Video leider heute schon hier zu Ende. Die Bestrafung werden wir nicht wie geplant gleich hinten an der verlorenen Challenge oder an die verlorene Challenge dranhängen, da das Video, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, sowieso schon viel zu lang ist. Darum seht ihr das Video auch schon etwas eher, die Challenge, und die Bestrafung, wie gesagt, erst am kommenden Freitag. Ja, wie gesagt, wäre das Video sonst viel zu lang geworden und ja, dann bis nächsten Freitag. Ciao!